Hallo, ich möchte euch heute mal ein paar Basic-Informationen zum Stempeln geben. Das Stempeln mit Klartext-Stempeln, die ja unser eigenes Produkt, sind und allesamt von mir persönlich entworfen. Und das ist auch das älteste DaniPoist.de-Produkt, was wir im Shop haben, denn damit hat es damals angefangen. Es gibt Klartext-Stempel sogar schon länger, als es DaniPoist.de gibt. Ich glaube, die hatten 2005 oder 2006 habe ich das erste Stempelset entworfen. Ich müsste wirklich mal ganz genau nachgucken, denn ich darf natürlich gar nicht das 10-jährige Jubiläum verpassen. Sollte es 2005 gewesen sein, dann überlege ich mir noch was für dieses Jahr. Aber okay, das sollte jetzt gar nicht das Thema des Videos sein. Viele Leute, die frisch anfangen mit Stempeln, stellen uns immer dieselbe Frage. Natürlich stellen sie uns die Frage, was brauche ich denn jetzt, um loszulegen? Und um das noch ein bisschen einfacher für euch zu machen, habe ich jetzt ein kleines Set zusammengestellt mit den Produkten, die ihr zusätzlich zu euren Lieblingsdesigns, die ihr haben möchtet, einfach dazu bestellen könnt. Und dann habt ihr, was ihr braucht. Ihr braucht einen Stempelblock. Und da ist natürlich immer die ganz große Frage, welches ist die perfekte Größe? Und natürlich kann ich das jetzt nicht allgemeingültig beantworten, aber für mich persönlich ist genau das hier 3x4 Zoll die perfekte Größe. Und deswegen habe ich einen Stempelblock in genau dieser Größe in dieses Set gepackt. Der ist von Apple Pie Memories und ist schön dick und ich finde ihn deswegen sehr praktisch, weil er ist also dick genug, dass man ihn gut anfassen kann und sich nicht die Finger einschmiert und die Größe ist für, ich glaube wirklich alle, ich glaube, wir haben keinen Stempel, der größer ist als das. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber nein, ich bin sehr, sehr sicher, wir haben nur Stempel, die auch hier rauf passen. Und es ist gut anzufassen, es ist nicht zu groß, man muss jetzt nicht, man verkrampft dabei nicht mit die Finger, weil der Stempelblock so riesig ist und es ist angenehm zu halten, man saut sich nicht die Finger ein und man kann ganz prima seine Stempelabdrücke auf die Projekte bringen. Ja, also Stempelblock, dann haben wir ein Stempelkissen und zwar Archival Ink in Jet Black, das ist unser meistverkauftes Stempelkissen. Ich empfehle das immer wieder. Es ist das Stempelkissen, was ich in 99% aller Fälle benutze, weil ich eigentlich nur in Schwarz stempel, aber das ist Geschmackssache. Von daher Archival Ink in Black. Man kann es für jeden Untergrund benutzen. Es geht für Papier, es geht auch für glatte Oberflächen. Da muss man allerdings schon eine Zeit lang trocknen lassen, damit das dann permanent ist. Aber ja, es ist ein ganz tolles Stempelkissen. Man stempelt die Clear Stamps auf jeden Fall immer sehr satt damit und ja, ein absoluter Favorit, ein absolutes Favorit-Stempelkissen. Und da das unser meistverkauftes Stempelkissen ist, denke ich mal, liegt es auch nicht nur daran, dass ich es benutze. Ich empfehle es nicht nur, weil ich es benutze, sondern weil es das meistverkaufte Stempelkissen ist. Und deswegen ist es auch in diesem Set. Und zusätzlich bekommt ihr dann hier in dem kleinen Set ein Clear Stamp Cleaner. Das ist ein Stempelreiniger, der hat so eine Filzoberfläche und wenn man, ich muss mal hier da ein Stück Papier nehmen, man muss ihn erstmal mehrmals auf einer Fläche abdrücken und dann befeuchtet man damit eben diesen Dabbertop auf Englisch und auf Deutsch versuchen wir das jetzt mal. Also diesen Filzkopf da oben wird dadurch feucht und dann kann man einfach, ich mache das mal hier kurz mit einem Stempel. Wenn man mal einen Stempel besonders akkurat, sagen wir mal gerade und nicht so verdreht, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht aufpasse, ne, dann wird das schief. Ihr seht schon, was ich meine. So, dann legt man ihn einfach falsch herum auf den Tisch oder auf die Arbeitsplatte und nimmt ihn dann mit dem Stempelblock hoch. Dann hat man ihn auf jeden Fall gerade. So, also färbt den mal jetzt auf die Schnelle ein. Mit Stempelabdruck und jetzt gehe ich mit dem Reiniger darüber und muss natürlich dann hinterher noch einmal die
die Feuchtigkeit, die Reste wieder runternehmen. Und ihr seht schon, damit ist er sauber. Also so ist er sauber. Also er verfärbt sich mit der Zeit. Das bleibt nicht aus. Das hat auch immer was mit Stempelfarbe zu tun, die man benutzt. Archival ist eine Stempelfarbe, die mit der Zeit Stempel verfärbt. Aber sie gehen dadurch nicht kaputt. Die Farbe geht auch, sie überträgt sich nicht auf das nächste Projekt. Er ist jetzt gereinigt, er ist jetzt wirklich sauber, auch wenn er leicht, ganz, ganz leicht schon verfärbt ist. Das liegt einfach immer an den Stempelkissen. So, dann, das sind die drei Teile, die ihr in eurem, in dem ganz neuen Stempel Basic Kit zu einem vergünstigten Preis bekommen könnt. Das ist sozusagen das Starter-Kit für blutige Stempelanfänger. Und ich habe jetzt hier noch ein paar mehr Sachen auf dem Tisch liegen, einfach um sie euch zu zeigen. Das ist so, wenn ihr jetzt sagt, ah ja, Anfänger ist ja gut, Basic ist gut, aber ich möchte es noch ein bisschen toller, dann gibt es noch ein paar echt tolle Werkzeuge, die ich euch zum Stempeln echt empfehlen kann. Das eine ist diese Stamper Secret Weapon. Das ist eine dicke Foam-Matte, die aber, sie ist jetzt nicht, ist jetzt, hat so ungefähr die Festigkeit von einem Mauspad, nur eben ist ungefähr 3-4 Mal so dick. Und das ist eine tolle Unterlage, um zu stempeln. Da hat man also eben ein bisschen, das gibt so ein bisschen nach und dadurch werden die Abdrücke satter und sauberer. Ich habe dann noch das hier rausgesucht, das kann ich auch sehr empfehlen. Das ist ein Scrubber-Pad. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Wir haben auch diverse davon im Shop. Das sind im Prinzip ist das aber alles das Gleiche. Das sind solche Boxen. Und da habt ihr so eine, ja, wie soll man das nennen? Das ist kein Filz. Das ist so eine Reinigungsmatte. Das ist auch nicht Mikrofaser. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es ist wie so ein ja, fast schon ein bisschen wie ein Teppich, aber eben nicht mit Schlaufen. Es ist einfach so ein hochfloriger Stoff, Reinigungsstoff. Ich habe dafür keine echte Bezeichnung. Das kann man feucht machen und dann stellen wir uns vor, wir haben ja noch den Stempel daran abschrubben und man lässt eine dann trocken und kann das dann hier trocken wischen. Das ist, wenn man mal sehr, sehr viel auf einmal stempeln möchte, super praktisch, um damit sauber zu machen. Und der hier, ganz tolles Teil, ist der Footed Stamp Mount von Martha Stewart. Ihr seht schon hier diese kleinen Füßchen. Der hat den ganz, ganz großen Vorteil, dass man zum Stempeln, ich nehme mal hier nochmal wieder unseren ganz besonderen Moment. So. Hat den großen Vorteil, wenn ich mir jetzt sage, ich möchte dieses Motiv, das ich hier habe, nochmal stempeln, was natürlich jetzt nicht so praxisbezogen ist, weil man kommt da schon vor, aber jetzt nur mal so für euch zum Zeigen. Man bringt also den Stempel auf die Seite mit den Füßchen und dann kann auch nichts passieren. Man kann das Ganze loslassen, man kann die richtige Position suchen, man kann jetzt in diesem Fall, was ich jetzt gerade sagte, ich kann mal versuchen, genau mein Stempelmotiv nochmal zu treffen, was ja auch mal praktisch sein kann, wenn man nicht ordentlich gestempelt hat. Okay, ja, hab's jetzt nicht ganz geschafft, das wieder hundertprozentig zu treffen, aber dafür hätte ich auch dichter rangehen müssen und ich bin jetzt hier gerade schon so eine ganze Armlänge entfernt gewesen. Weil die Kamera an der Stelle ist, wo ich meinen Kopf eigentlich dann hätte hinstecken müssen, um das richtig zu sehen. Aber ihr seht schon, was es damit auf sich hat. Also das ist schon etwas, was ich jetzt nicht sage, was muss man haben. Aber ich wollte euch jetzt ja auch zusätzlich zu den Must-Haves, und das hier sind die Must-Haves, und damit könnt ihr loslegen, zusätzlich zu den Must-Haves noch ein paar tolle zusätzliche Produkte zeigen, die man als weitere Ausstattung zum Stempeln ganz gut gebrauchen kann. Okay, das war's für heute, das war's für den Moment, das war's, was ich euch zeigen wollte. Dieses Set findet ihr ab sofort im Shop und das heißt Stempel Basics Kit. Aber es ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.